Guten Tag, liebe Mitmenschinnen, guten Tag, liebe Mitmenschen. Hier ein neues Video von mir. Ich bekam heute per E-Mail Post von Robert Betz, den ich seit vielen Jahren schon sehr schätze und der mich wieder mal inspirierte mit seinem neuen Brief bezüglich der momentanen aktuellen Corona-Situation. Unter diesem Video wird natürlich auch der Link zu diesem Brief verlinkt sozusagen gebracht, damit du den Brief auch selbst lesen kannst. Ja, liebe Leute, ich bin auch gegen ganz vieles und falls ihr wisst vielleicht auch, dass ich auch in ganz vielen Bereichen ja Videos gepostet habe, meine Meinung geäußert habe. Ich bin auch gegen den Lockdown, gegen die Corona-Aktionen überhaupt. Weil ich habe mich auch entsprechend informiert und ich finde nach wie vor, informieren ist ganz, ganz wichtig, nicht nur über die Mainstream-Medien, sondern es ist wirklich auch ganz, ganz wichtig, sich außerhalb der Mainstream-Medien entsprechend informieren. In meiner Playlist hier auf YouTube findest du einige gute Videos rund um das Thema Corona, damit du dich auch gut informieren kannst. Ich habe da ein paar sehr gute Videos drin, weil wir müssen uns ja auch nicht gerade verarschen lassen. Ja, okay, aber dennoch sollten wir uns neu ausrichten, wenn wir eine neue Welt erschaffen möchten. Dann ist es nicht damit getan, dagegen zu sein und sich zu spalten, zu trennen von anderen, die doof und blöd sind, ja, sondern wir sollten eine neue Gesinnung annehmen. Und das bringt hier Robert Betz in seinem Brief ziemlich gut auf den Punkt. Und deshalb lese ich jetzt euch heute diesen Brief vor. Und ich würde mir wünschen, dass ganz viele Menschen das, was da steht, auch beherzigen, weil nur dann können wir eine neue Welt erschaffen. Und zwar so, wie wir sie uns alle wünschen. Mehr Liebe, mehr Freiheit und, und. In diesem Sinne jetzt dieser Brief. Liebe Freundinnen und Freunde, die Zeit des Lockdown mit ihren vielen Regelungen hat bei einigen Menschen Wut und Ohnmacht ausgelöst. Ja, da war ich auch dabei. Verständlich, denn niemand möchte gern in seinen Freiheiten eingeschränkt werden für das, was von unseren gewählten Vertretern entschieden wurde, sind wir nur mittelbar verantwortlich, weil wir sie gewählt haben. Unmittelbar verantwortlich ist jedoch jeder dafür, wie er darauf reagiert. Hast du deine Reaktionen bewusst gewählt oder lässt du dich von Menschen mitreißen in ihre Empörungsenergie, die vor allem dagegen sind? Es ist nicht die wesentliche Frage, ob jene Entscheidungen angemessen waren oder auch anders hätten ausfallen können. Entscheidend ist, ob wir und ob du selbst deine Schöpferverantwortung mit übernimmst für die Welt, wie sie jetzt ist, oder dich in eine empörte Opferhaltung hineinsteigerst. Du wählst das immer, bewusst oder unbewusst. Tust du es bewusst? Willst du Schöpfer und Gestalter deiner und unser aller Lebenswirklichkeit sein oder dich wütend als Opfer präsentieren? Wut, Ohnmacht, Angst und andere sind Gefühle, für die wir im Allgemeinen wenig Sympathien hegen. Wir wollen sie möglichst bald wieder weghaben und suchen schnell die oder den Schuldigen dafür. In diesem Fall steht wieder mal das System oder die Regierenden am Pranger und werden angeschrien oder gar bedroht. Das erinnert sehr an die Haltung eines wütenden Kindes, das tatsächlich von mindestens einem Elternteil abhängig ist und nicht frei ist von seiner Wahl. Die Welt, wie wir sie heute wahrnehmen, ähnelt weitgehend einem Kindergarten und weniger einer Gemeinschaft, bewusster, herzoffener, in der Liebe miteinander verbundenen Wesen. In diesen Monaten und Jahren entscheidet jeder von uns, welchen Weg er geht, in dieser Zeit der großen Transformation menschlichen Bewusstseins, in der Corona
vermutlich nur ein kleiner Auftakt ist. Ob er wütend "Ich bin dagegen" schreit oder ob er in seinem Denken und Verhalten demonstriert, für welche Gemeinschaftsform er steht, ob er Frieden und Gemeinschaftssinn verkörpert oder sich weiter in Verurteilungen ergeht und ob er das Verbindende in Liebe und Mitgefühl fördert. Wer bis heute mit etlichen Menschen seines Umfelds, inklusive mit seinen Eltern und Geschwistern, in Unfrieden ist, der wird diese Welt nicht friedlicher machen können, ganz gleich wie laut er auch schreien mag. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt von Robert Betz, und ich habe da nichts davon, ja, keine Provisionen oder so, super CDs, und es gibt auch Transformationstherapeuten nach Robert Betz, die dir bei diesen Schritten helfen können, Frieden mit Eltern, Frieden mit Geschwistern, ehemaligen Partnern oder was auch immer. Dadurch, das ist der Schlüssel, worüber du in deinen Frieden und in deine Liebe wieder kommen kannst. Ja, nun geht's weiter. Wie du denkst, so fühlst du. Was du denkst und fühlst, das strahlst du aus. Und was du ausstrahlst, damit erschaffst du deine Welt von morgen. Darum ist die Welt, wie wir sie heute vorfinden, unser aller Werk und das Werk unserer Vorfahren. Ja, ich wünsche mir auch, dass wir eine andere, friedliche Welt erschaffen, in der Hass, Gewalt, Ausgrenzung und Hunger Schnee von gestern sind. Aber diese Welt werden wir nicht dadurch erschaffen, indem wir wütend "Ich bin dagegen" brüllen, sondern in unseren täglichen Begegnungen, an unserem Arbeitsplatz und in unseren Familien, durch unsere Haltungen und gelebten Werte zeigen, wofür wir sind, für welche Welt von morgen wir einstehen. Werte und Haltungen, die aus der Liebe kommen, sind aus meiner Sicht Selbstverantwortung, Annahme, Respekt, Mitgefühl, Verständnis, Vergebung, Toleranz und Geduld. Für eine Welt mit diesen Qualitäten, für die diese Transformationszeit steht, können wir jeden Tag etwas tun. Denn jeder Tag ist eine unendliche Kette von Gelegenheiten zu lieben. Mit Grüßen der Liebe, euer Robert Theodor Betz. Ich hoffe, diese Worte haben euch inspiriert und haben euch gefallen, genauso wie sie mich inspiriert haben. Und lasst uns gemeinsam für eine gute, bessere Welt in Liebe, Verständnis, Vergebung, Toleranz, Selbstverantwortung, Annahme, Respekt, Mitgefühl, Verständnis zu kreieren. Lasst uns eine gute Welt kreieren und lasst uns darauf fokussieren, anstatt auf wer alles diese Welt, die Bösen sind, und so weiter und so fort, ja. In diesem Sinne, das war's für heute. Alles Liebe, euer Klaus Anton Meyer. Und bitte hinterlasst mir gerne ein Like, einen Kommentar, abonniert meinen Kanal, klickt auch auf das Glöckchen, weil immer wenn ich denke, was Wichtiges sagen zu haben oder ein wichtiges Video finde, was ich meine, was ihr sehen sollt, dann wird es auf meinen Kanal gepostet. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Klaus Anton Meyer. Hallo, in diesem Video möchte ich euch meinen Spreadshirt-Shop vorstellen mit meinem ersten Design, mit welchem wir unseren Unmut ausdrücken können. Hier zum Beispiel ein nettes Frauen-T-Shirt mit meinem Logo, die deutsche Flagge, Einigkeit durchgestrichen, Recht durchgestrichen, Freiheit durchgestrichen und einen Haken nebendran. Das ist mein erstes Design und ich würde mir wünschen, wenn du meine Arbeit unterstützen würdest und wenn dir dieses Design gefällt, dass du eventuell hier auch ein T-Shirt bestellst. Hier gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Es gibt hier für Frauen T-Shirts, Tanktops, Poloshirts, Langarmshirts, Hoodies für Männer und für Frauen und. Also, ich würde mich freuen, wenn du auch diesen Shop besuchst. Den Link findest du wie immer unten in der Beschreibung. Vielen Dank!